Hallo, in diesem Video möchte ich kurz zeigen, wie man diese Aufgabe 50 hier zum Grundstromkreis im Netzwerksimulator oder Schaltungssimulator T-Spice simulieren oder berechnen kann. Ein kurzer Blick auf die Aufgabe, also wir haben einen aktiven Zweipol, was heißt das ist eine Spannungsquelle mit einem Innenwiderstand und diese Werte sind auch gegeben. Die Spannungsquelle hat eine Gleichspannung von 40 Volt und einen Innenwiderstand von 4 Ohm und da wird jetzt ein variabler Außenwiderstand angeschlossen. Der heißt RA, R für Widerstand, A für Außen. Und jetzt ist gefragt, wie groß ist die Spannung, der Spannungsabfall UA an diesem Außenwiderstand, der Strom, der da fließt, ob man den jetzt wirklich IA nennen muss. So wie der Esel ruft, ist eine Frage. Also das ist ja ein Grundstromkreis, da gibt es nur einen Strom. Aber da gibt es auf jeden Fall eine Leistung in diesem Außenwiderstand und es gibt auch einen Wirkungsgrad. Und zwar für verschiedene Werte von diesem Außenwiderstand. Oder man, also ne, um jetzt hier den Rechenaufwand von Hand nicht zu groß zu machen, sind hier diskrete Werte gegeben. Man könnte natürlich auch das einfach für sehr viele Werte ausrechnen, wenn dieser Widerstand von 0 bis irgendwie sehr groß geht. Und dann kann man das in Abhängigkeit von der A grafisch darstellen. Und das möchte ich jetzt mal machen, und zwar in LTSpice. Also gehe ich mal in LTSpice rein, klicke hier auf New Schematic und brauche jetzt natürlich erstmal eine Spannungsquelle, die finde ich hier unter Component und dann heißt die Voltage und dann packe ich die schon mal hier so hin. So, jetzt brauchen wir noch den Innenwiderstand und den Außenwiderstand. Da finde ich hier Widerstände und mit Steuerung R auf der Tastatur drehe ich den jetzt dreimal. Warum dreimal, das erkläre ich gleich. Also das meint jetzt, dass der Strom von links nach rechts da durchfließt. Das wird mein Innenwiderstand. Jetzt drehe ich den nochmal einmal mit Steuerung R, sodass der Strom gedacht wieder nach unten zeigt. Das sieht man diesem Widerstand leider nicht an, in welche Richtung da jetzt ein positiv gedachter Strom durchfließt. Das wird mein Außenwiderstand, den packe ich hier hin. Mit Escape komme ich wieder aus dem Modus raus. Habe wieder so einen normalen Mauszeiger. Dann brauche ich auf jeden Fall auch noch einen Masseknoten. Den finde ich hier. Den braucht man, weil im Hintergrund dieser Simulation eine Knotenspannungsanalyse abläuft und die braucht einen Bezugsknoten. Das ist dieser Masseknoten hier unten. Dann geht es weiter mit dem Wire-Tool. Damit kann ich das alles verdrahten. Fang mal hier an von der Masse zu der Spannungsquelle, von der Spannungsquelle zum Innenwiderstand, vom Innenwiderstand zum Außenwiderstand und von dem Außenwiderstand wieder zurück zur Quelle. Das ergibt genau den Grundstromkreis. Und dann kann ich den jetzt hier noch die Werte geben und kann sagen, das sind 40 Volt. Dieser Widerstand hier, das sind 4 Ohm, das ist der Innenwiderstand, den nenne ich auch mal um, indem man mit der anderen Maustaste da jeweils auf den Widerstand und oder die Quelle und das Label hier klickt, damit kann man die umbenennen. Und so mache ich das mal hier auch noch, nenne diesen Widerstand nicht R2, sondern RA, das ist der Außenwiderstand. So, und der soll jetzt ja flexibel sein, der soll verschiedene Werte haben. Also mache ich hier sowas wie, ich gehe ja mal rein und eigentlich soll ich jetzt eine Zahl hinschreiben. Ich will auch keine Zahl hinschreiben, ich will da sowas wie so ein Parameter hinschreiben und also sowas wie eine Variable und für Variablen gibt es geschweifte Klammern in LTSpice und diese Variable nenne ich auch mal RA. So, dann sieht das schon mal irgendwie ganz gut aus. Jetzt müsste ich natürlich diesem RA hier noch sagen, wie groß das denn ist. Und dafür gibt es ein Kommando, das nennt sich Step. Nämlich mit diesem Step kann man so Parameter-Sweeps machen. Und hier ist zum Beispiel schon gegeben in dieser Zeile hier, also schrittweise, stufenweise soll der Parameter Rload, das ist im Prinzip sowas wie der Lastwiderstand, Außenwiderstand in unserem Beispiel, ja, in einer Liste auf drei verschiedene Werte geändert werden, nämlich mal 5 Ohm, 10 Ohm und 15 Ohm. Und im Prinzip ist das ja genau das, was wir jetzt auch machen wollen. Also ich kopiere mal diesen Befehl schon mal aus der Hilfe. Jetzt mache ich mal das LTSpice-Fenster hier so ein bisschen kleiner und packe auf die andere Seite hier die Aufgabenstellung hin und zoome die mal so, dass die hier irgendwie hinpasst. Noch ein bisschen kleiner. Also Aufgabe 50, ne? Und also 0, 2, 4, 10 und irgendwie noch was sehr Großes. Vielleicht belasse ich es auch erstmal dabei.
Die will ich jetzt hier mal hinpacken. Im LTSpice mit der Space-Taste kann man das so zoomen, dass das hier hinpasst. Und dieses Parameter-Statement muss ich jetzt als eine Spice-Direktive, als eine Spice-Anweisung, wenn man so will, hier reinpacken. Und da kopiere ich jetzt einfach das aus der Hilfe hin. Und unser Widerstand hier, der heißt jetzt nicht Rload, sondern der heißt RA. Ich will trotzdem eine Liste haben und die Liste soll eben gehen von 0. Da weiß ich gar nicht, ob das irgendwie geht. Das werden wir gleich mal sehen, ob ich den auch wirklich auf 0 setzen kann oder vielleicht muss ich ihn auch auf was sehr, sehr, sehr Kleines setzen. 0, 2, 4, 10 und ich nehme mal noch 20. Ja, ich nehme auch noch 20. Also, wenn ich was sehr Großes nehme, weiß ich, dass das Diagramm danach nicht sonderlich schön aussehen wird, wenn da eben so ein sehr großer Wert ist. So, das klatsche ich jetzt einfach hier oben hin. Damit ist jetzt eigentlich alles zu der Schaltung gesagt. Jetzt müssen wir LTSpice noch sagen, wie soll es denn jetzt simulieren? Das geht mit dem Run hier oben, mit dem kleinen Männchen. Und das, was wir jetzt machen wollen, ist ein DC Operating Point. Wir wollen einen Gleichspannungs-Gleichstrom-Arbeitspunkt finden. Das ist einfach dieses OP Operating Point. So, und dann sagt er uns schon die erste Fehlermeldung. Das geht nicht. Der Widerstand darf nicht 0 sein. Also kein Problem, gehe ich hier wieder rein in das Ding und sage, ich mache jetzt mal hier irgendwie was ganz Kleines. Ich mache ein Mü, ein Mikro-Ohm. Das sollte ihn zufriedenstellen. Das ist eben sehr klein, also ist auf jeden Fall deutlich, deutlich kleiner als diese 4 hier und ist eben nicht exakt 0. Okay. So, und weil wir jetzt hier verschiedene Werte gegeben haben für den Widerstand, kommt jetzt auch ein Diagramm raus, wo hier unten die Achse die verschiedenen Werte dieses Widerstandes sind, also von etwas sehr kleinem bis 20 Ohm. Und wenn ich jetzt mit der Maus über das Schaltbild fahre, dann kriege ich hier eben so eine Stromzange. Ja, und hier zeigt der Strom jetzt eben nach rechts, hier zeigt der Strom nach unten, hier zeigt der Strom auch nach unten. Das ist so ein LTSpice-Ding, dass der den Strom auch von Plus nach Minus zählen lässt in der Spannungsquelle. Also kann ich mir mal den Strom, was soll ich denn jetzt eigentlich plotten? Also ich soll mir den Strom anschauen, ja, und ich soll mir die Spannung UA anschauen, das ist die Spannung hier hinten. Das sieht man jetzt. Wenn man hier in diese Ecke schaut, das ist der Knoten Ground, das ist der Masseknoten, das ist der Knoten 001, das ist der Knoten 002, 002. Ich gebe diesen Knoten mal noch Namen. Das geht mit so einem Label hier oben, mit diesem Ding, Label net. Also nenne ich das mal UQ und pack das hier dran. Und dann nenne ich den zweiten Knoten hier hinten UA und packe das hier dran und verbinde die mal noch mit dem Wire-Tool in dieser Art und Weise und in dieser Art und Weise. Und dann schiebe ich mal dieses Step-Ding hier noch so ein bisschen hoch und das OP hier ein bisschen irgendwie in die Richtung. Mache nochmal so einen Zoom und guck mal, ob ich das jetzt wieder hier rüber geschoben bekomme. Und hier drüben packe ich mir aber das hin. Okay. So, also nochmal durchlaufen lassen, die Simulation. Den Strom haben wir. Jetzt kann ich hier auch die Spannung UA plotten und habe hier so ein schönes Label dran. Also das Potenzial, die Spannung an dem Knoten UA, das ist die Ausgangsspannung. Und das ist jetzt erstmal so auch das, was man, wenn man diese Aufgabe von Hand gelöst hat, so erwarten würde. Ne? Also je größer dieser Außenwiderstand ist, na klar, in einer Spannungsteilerregel, wenn ich jetzt meine Spannungsteilerregel aufschreibe, hier für die Spannung hier über diesen Widerstand, dann ist UA durch UQ natürlich sowas wie RA durch also den Widerstand, über den diese Spannung abfällt, durch RA plus RI. Die Spannung an dem Lastwiderstand, also einfach die Summe der beiden Widerstände. Ne? Teilwiderstand durch Gesamtwiderstand ist Teilspannung durch Gesamtspannung. Und jetzt kann man sich natürlich überlegen, okay, wenn dieser Widerstand hier größer wird und dann geht dieser Bruch hier gegen 1, sodass die
Spannung an dem Außenwiderstand, am Lastwiderstand irgendwann genauso groß wird wie die Quellspannung. Und das passiert ganz offensichtlich hier oben auch in diesem Diagramm. Also die Spannung wird immer größer und geht irgendwie gegen die 40 Volt. Sieht man noch nicht so richtig, weil er noch nicht groß genug ist. So, und gleichzeitig, wenn ich natürlich den Widerstand in dem Grundstromkreis größer mache, dann sinkt der Strom ab. Das passiert ja auch mit dieser blauen Kurve. Also soweit so vorhersehbar. Jetzt kann man sich hier noch die Leistung PA überlegen. Ich glaube, dafür gibt es ja auch wieder so einen Trick, nämlich wenn ich die Alt-Taste drücke und gedrückt halte, dann kommt hier so ein Thermometer. Mit dem Thermometer kann ich jetzt die Leistung an dem Bauelement bestimmen. Dann plottet hier ja automatisch oben Spannung mal Strom. Das ergibt die Leistung. Und dann sieht man, die Leistung macht jetzt ein bisschen was anderes, was irgendwie auch ganz spannend ist, nämlich die steigt an und fällt dann wieder ab. Und warum? Naja, Leistung ist Spannung mal Strom. Hier vorne habe ich zwar den vollen Strom, aber keine Spannung, kann ich auch keine Leistung haben. Und nach hier hinten hin wird zwar die Spannung immer größer, aber der Strom geht gegen Null, also muss die Leistung irgendwie auch klein werden. Und dazwischen gibt es so einen Bereich, und der ist dann, und das ist auch genau das, worum es hier in der Aufgabe letztendlich geht, um Leistungsanpassung. Also wenn der Außenwiderstand genauso groß ist wie der Innenwiderstand, dann kann man sich überlegen, dann ergibt dieser Spannungsteiler hier genau ein halb, dann fällt über dem Außenwiderstand genau die Hälfte der Quellspannung ab. Und das sieht man hier auch. Also hier sind das, kann ja hier auch mal so ein Marker drauflegen und den hier hinpacken. Also genau an die Stelle sieht man jetzt hier unten. Ja. Also bei 4 Ohm Außenwiderstand sind das genau 20 Volt, ist das genau die Hälfte von der Spannung. Und wenn ich das mal noch mit dem Strom mache, bei 4 Volt, bei 4 Ohm sind es genau 5 Ampere. 5 Ampere ist die Hälfte von dem Kurzschlussstrom. Also wenn ich ganz hier rüber gehe, ne, zu dem ganz kleinen Widerstand, dann sind das eben 10 Ampere, ist auch logisch, 40 Volt durch 4 Ohm macht 10 Ampere. Also hier an dieser Stelle, an dieser Linie, ist die Spannung genau die Hälfte der Leerlaufspannung. Der Strom, der fließt, ist genau die Hälfte des Kurzschlussstromes und die Leistung wird maximal. Und diese Leistung, sieht man, das sind jetzt 100 Watt. Und die 100 Watt ergeben sich eben genau aus den eben berechneten 20 Volt mal 5 Ampere. Also halbe Leerlaufspannung mal halber Kurzschlussstrom ergibt die maximale Leistung, die in diesem Außenwiderstand umgesetzt werden kann, wenn der Außenwiderstand genauso groß ist wie der Dings. So, und dann ist noch der Wirkungsgrad, den Wirkungsgrad zu bestimmen. Da müsste man jetzt vielleicht sich meine Internetverbindung hat sich gerade gekillt, aber ich hoffe mal nicht. Und ich gehe mal auf Add Trace und kann jetzt hier noch einen mathematischen Ausdruck eingeben. Und da schreibe ich jetzt eben hin, die Spannung an dem Knoten UA geteilt durch die Spannung an dem Knoten UQ, das ist genau das hier, das sollte jetzt den Wirkungsgrad ergeben. Und diese Kurve, naja, die sieht jetzt natürlich genauso aus wie dieser Ausdruck hier, das ist ja genau der Spannungsteiler oder das ist eben, verhält sich genauso wie die Ausgangsspannung, kriegt eben nur eine bisschen andere Skalierung. Also man sieht, T-Space hier ist schon ziemlich schlau, was die Einheiten angeht. Also es weiß, Spannungen sind in Volt, Ströme sind in Ampere. Wenn ich Strom mal Spannung rechne, so wie hier, dann kommt da eine Leistung raus in Watt. Und wenn ich eine Spannung durch eine Spannung teile, dann kommt da was Einheitenloses raus. Das hier sind jetzt nicht, das sind nicht Meter, die hier hinterstehen. Das ist vielleicht eben nicht so ganz klar. Das sind Milli, ne? Also der Wirkungsgrad hier vorne ist ja eben 0%. Und der steigt dann auf 1 an. Und jetzt kann man wieder gucken, wenn ich auf diese Linie draufklicke und mal den Cursor hierhin bewege an diesen Punkt. Bei der Stelle, wo der Außenwiderstand genauso groß ist wie der Innenwiderstand, beträgt der Wirkungsgrad 50%. Und das ist eben genau das, was man bei Leistungsanpassung hat.
Also, wenn Außenwiderstand und Innenwiderstand gleich groß sind, dann ist das die Leistungsanpassung, dann wird die Leistung maximal. Spannung ist halbe Leerlaufspannung, Strom ist halber Kurzschlussstrom, Wirkungsgrad sind 50%. So, und das Letzte, was ich jetzt noch in diesem Video kurz zeigen würde, ist, wenn man jetzt mal diese diese Anweisung hier rausnimmt. Also ich sage jetzt mal, das soll ein Kommentar sein. Ja, jetzt wird der auch so ausgeblendet in Blau und ich zoome mal ein bisschen raus, dass ich noch darüber Platz habe, nochmal ein neues Step-Command einzubauen. Also einfach, um mal zu zeigen, wie die Kurven sind jetzt so ein bisschen hakelig, weil wir ein bisschen wenig Punkte haben. Also ich würde das gerne in diesem Bereich vielleicht von 0 bis 20 nochmal ein bisschen feingestufter machen. Und dafür muss ich hier hingehen und muss sagen, ich möchte jetzt mal eine neue Spice-Direktive haben und die nenne ich wieder Step-Param RA. Und jetzt möchte ich das machen, also von einem Mikro-Ohm wieder, ich schreibe mir das Mikro richtig, bis 20 Ohm in Schritten von 0,1 Ohm oder von 100 Milliohm. So, und pack das mal hier drüber hin. Und lasse das mal nochmal durchlaufen. Run. Und jetzt sieht man, jetzt dauert das eben ein bisschen länger, ne, weil der jetzt ganz viele Schaltungen lösen muss, wo immer sich dieser Widerstand ändert. Das ist schon beachtlich, wie lange das jetzt dauert. Aber jetzt kriege ich schöne glatte Kurven raus und sehe eben schön, wie die Spannung ansteigt, wie der Wirkungsgrad ansteigt, wie der Strom abfällt und wie die Leistung eben hier dieses Maximum hat. Und jetzt könnte man natürlich sagen, okay, vielleicht will ich das eben lieber. Also ich mache mal auch das wieder als Kommentar, speichere mir das vorher ab, um mal zu schauen, wie das vielleicht hier zu weiteren, zu höheren Dings noch weitergeht. Also ich nehme mal noch eine neue Spice-Direktive und sag mal von 0 bis vielleicht 100 Ohm will ich das in 1 Ohm Schritten haben. Ja? Und pack das hier mal auch noch wieder hier drüber hin und lasse das nochmal durchlaufen. Und dann sieht man, naja, klar, also die Spannung wird jetzt schon irgendwie immer größer, geht jetzt wirklich sehr dicht an die 40 Volt ran, aber immer noch nicht so ganz perfekt. Und der Strom wird eben immer kleiner und die Leistung wird jetzt auch immer kleiner. Und also vielleicht würde das jetzt auch schöner werden, wenn ich sage, ich skaliere diese Achse jetzt hier logarithmisch. Aber also, na gut, dann sieht man, hier gibt es eben so dieses Maximum der Leistung, die Spannung steigt an, der Strom wird kleiner. Jetzt ist vielleicht mein ein Mikro hier so ein bisschen unschön. Jetzt müsste ich eigentlich eher sagen, dass ich diesen Widerstand hier auch, wenn ich das schon logarithmisch skaliere, dass ich den auch logarithmisch stufe. Also mache ich das vielleicht als ganz allerletztes auch nochmal. Ich gehe mal nochmal wieder in die Hilfe rein, suche nochmal nach diesem Step und guck mal, also hier gibt es so ein Oktav, also einen logarithmischen Sweep über eine Oktave. Und ich weiß, dass man das auch mit einer Dekade machen kann. Also wahrscheinlich muss ich sagen, Step, Dekade, dann mein Parameter, dann von so und so bis so und so mit so und so viel Schritten pro Dekade. Also ich kopiere mir das mal wieder. Geh mal erstmal hier wieder rein, andere Maustaste, Cancel, wandle das um in einen Kommentar, geh nochmal hier oben rein, sage Edit Spice Directive, füge das nochmal ein. Also ich will jetzt einen logarithmischen Sweep über eine Dekade haben, über den Parameter RA. Und zwar, also ein Mikro war ein bisschen doll, ne? Ein Mikro ist hier vorn, also sinnvoll ist es vielleicht von 10 Milli oder, also das Maximum hier ist natürlich bei 4 Ohm. Also wenn ich das vielleicht von 4 Milliohm mache bis 4 Kiloohm, dann sollte mein Maximum genau in der Mitte sein, dann sollte das irgendwie hübsch aussehen. Also mache ich das mal so, von 4 Milli bis 4 Kilo mit 100 Schritten pro Dekade. So, und das sind 6 Dekaden, ne, von Milli bis Kilo. Also sollte Spice jetzt sowas wie 600 Punkte berechnen. Das dauert jetzt vielleicht einen ganz kleinen Moment, das zu simulieren, sollte aber eigentlich irgendwie okay sein. Also nochmal Simulation feuerfrei. Jetzt sagt er, kann er nicht.
Unable to find, also weiß ich auch nicht, wie man das jetzt macht. Irgendwie wahrscheinlich in einer anderen Reihenfolge. Name of Parameter to sweep. Habe ich den falsch geschrieben? R1, RA. So, jetzt macht er das. Also ich glaube, ich habe mich gerade vertippt und R1 statt RA geschrieben. Oder ja, vermutlich habe ich das R1 nicht abgeändert. Da stand V1. So, jetzt sieht man wieder hier sehr schön, was macht. Also, wir fangen tatsächlich bei 4 Milliohm an. Ja, da ist der Strom sehr groß, die Spannung ist sehr klein, der Wirkungsgrad ist sehr klein, die Leistung ist auch sehr klein. Dann wird der Widerstand größer, die Spannung steigt an, der Strom fällt ab. Hier in der Mitte hat die Leistung ihr Maximum. Eigentlich wunderschöne Darstellung. Ja, hier in der Mitte hat die Leistung ihr Maximum bei 4 Ohm, weil ich da genau gerade die Hälfte der Spannung habe und die Hälfte des Stromes. Und dann steigt die Spannung eben weiter an, aber der Strom fällt ab, geht gegen Null, die Spannung wird maximal, der Strom wird Null, deswegen nimmt die Leistung wieder ab. Und der Wirkungsgrad wird eben deutlich besser. Und das ist genau das, was man mit Leistungsanpassung meint. Leistungsanpassung ist genau der Punkt in der Mitte. Wenn wir hier vorne irgendwo wären, wäre das Stromanpassung, ne, weil hier der Strom praktisch konstant ist. Und wenn wir hier hinten irgendwo wären, wäre das Spannungsanpassung, weil da die Spannung nahezu konstant ist. Wenn man jetzt Schaltung hat, wo man das maximal Mögliche an Leistung irgendwie aus so einer Quelle herausholen möchte, also zum Beispiel das hier ist Prinzip eine Empfangsantenne, ja, die hat auch einen Innenwiderstand, die nimmt irgendwie Feld auf, wandelt Feld um in Feldstärke um in Spannung und hat einen Innenwiderstand und das ist mein Empfänger, zum Beispiel mein Mobiltelefon. Dann ist die Spannung, die da rauskommt, die super klein und die Leistung, ne, von dieser Antenne, die möchte ich maximal gut in meinen Empfänger reinbekommen. Da ist mir der Wirkungsgrad vollkommen egal, dann gehe ich eben genau an diesen Leistungsanpassungspunkt. Oder, keine Ahnung, das wäre eine Solarzelle, ja, hier scheint die Sonne drauf, die Solarzelle hat natürlich auch einen Innenwiderstand, ich möchte das maximal Mögliche aus dieser Solarzelle rausbekommen. Wirkungsgrad ist mir eigentlich relativ egal, solange das Ding auch nicht kaputt geht, möchte ich sowas wie so ein Maximum PowerPoint haben. Also Solarzelle verhält sich noch ein bisschen anders als das hier, aber ne, dann ist mir auch die muss ja kein Geld dafür bezahlen, dass die Sonne scheint, dann hole ich eben das maximal Mögliche an Leistung aus dieser Solarzelle raus. So, wenn man jetzt aber sagen würde, zum Beispiel, das hier ist sowas wie eine Steckdose, ja, das ist mein Energieversorgungsnetz mit dem Innenwiderstand der Leitung und der Netzimpedanz, dann, naja, also manchmal will ich vielleicht auch das maximal Mögliche an Leistung da rausholen, aber dann kann ich mir so einen 50% Wirkungsgrad eben nicht erlauben, ne? Weil wenn ich da ein paar Kilowatt raushole aus der Steckdose, würde es ja auch heißen, dass da ein paar Kilowatt in der Steckdose in allen Leitungen dahinter verlustig gehen. Das wäre irgendwie uncool. Also bei allen Sachen, wo es um Leistung geht, wo es um Wirkungsgrad geht, muss ich mich irgendwo hier hinten bewegen. Also wo die Leistung zwar schon relativ klein ist, die ich da raushole, aber der Wirkungsgrad eben gut ist. Und dann gibt es so Fälle, ah ja, da ist mir Leistung im Prinzip egal und Wirkungsgrad ist mir auch egal. Also die Leistung ist sehr klein und deswegen ist mir der Wirkungsgrad egal, aber ich will eben den Strom konstant halten. Zum Beispiel, wenn man irgendwelche Signal-LEDs ansteuert, dann macht man manchmal sowas, ne? Also die Quelle sind 12 Volt, der Widerstand hier ist dann relativ groß. Die Spannung, die über der LED abfällt, ist relativ klein. Der Strom ist auch relativ klein, aber man nimmt eben eine Quelle mit einem ziemlich großen Innenwiderstand, mit einem ziemlich grottigen Wirkungsgrad, der dann nur so bei so, weiß ich, ein paar Prozent oder vielleicht 10, 20% liegt irgendwo hier so. Aber dafür ist der Strom, der durch die LED fließt, eben nahezu konstant. Also Stromanpassung, Spannungsanpassung, Leistungsanpassung. Und insgesamt eine sehr schöne Demonstration, wie man diese Aufgabe 50 zum Grundstromkreis mit diesem variablen Außenwiderstand in Ateespace lösen kann, mit Hilfe von dieser Step-Param-Direktive oder Anweisung.